Yo, willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Im letzten Part haben wir... Was haben wir im letzten Part überhaupt gemacht? Wir haben hier diese Höhlen noch weiter erkundet, haben den Drachenanker gefunden. Und jetzt bleibt nur dieser Weg hier unten zum Wasserfall und gucken mal, was uns da erwartet. Nachdem wir jetzt hochgelaufen sind und... Hitodeon, was hat er gemacht? Was ist das? Was passiert hier? Oh, Feuer! Oh mein Gott, aua! Was ist das? Was? Ein Sternenfisch segelt auf Ava zu. Aber wir haben erstmal Level 26 erreicht, ne? Ist das ein Bosskampf oder was? Oh, nein! Wir können nicht... Moment, ich habe eine Idee. Wir können nicht in die Kiste. Achso, müssen wir den vielleicht verbrennen lassen von dem Feuer? Ja. Okay. Funktioniert denn das? Nein. Einmal bitte Feuer. Komm, Feuer. Wir haben ziemlich viel Schaden genommen. Nein. Feuer. Komm, Feuer. Danke. Ah. Hallo. Man hat hier aber auch relativ wenig Platz zum Ausweichen, ne? Ich heile mich mal eben. Meine Götterknolle. Ja. Ich muss halt immer jetzt warten, bis der Typ auf mich zufliegt und dann... Boah. Wie viel Platz habe ich hier doch gar nicht zum Ausweichen? So schnell kann ich auch gar nicht reagieren. Und dann kann ich nicht mehr angreifen, weil ich zu weit weg bin. Okay. Ah, vielleicht fällt er immer runter, wenn wir auf seine Höhe kommen. Ja, das scheint zu funktionieren. Ja, so geht's. Okay. Okay. War das jetzt alles? Oder kommt das dicke Vieh da hinten jetzt auch noch? Hallo? Oh. Gossi? Ich habe das erste Emote jetzt nicht gelesen. Gossi schaut aber an. Aber er hält Hornzauber. Ah ja. Muss ich jetzt verstehen, was hier passiert ist? Hm. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Bringt er mich irgendwo hin? Oh. Hallo, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Ah, Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres, ich versprach dir eine Belohnung. Also komm mit mir. Ich zeig dir etwas. Ah. Du bist ein Freund von Perry? Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Yamei begann Metallteile zu verkaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Okay.
Gut, dann sagen wir mal Perry Bescheid, würde ich sagen. Und danach müssen wir uns nach Yamei aufmachen, zu Otaku. Dann haben wir ja schon getroffen auf unserer Reise. Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? Den kennen wir ja noch. Schauen wir mal, wo Perry ist. Der war, glaube ich, in Liberita. Ganz im Norden. Hier. Oder ist Perry hier? Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unten. Der älteste Mann hier heißt Will. Will baut ein Flugzeug. Aber wo ist denn Perry? Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Okay, Perry ist ja noch nicht wieder da. Dann ist mir das auch egal. Er sagte, er geht nach denen suchen, aber seitdem ward er nicht mehr gesehen. Dann würde ich sagen, wie sieht es in unserer HP aus? Nicht gut. Also, zumindest nicht ganz so gut. Wir gehen mal einmal übernachten, speichern und dann machen wir uns auf den Weg nach Yamei. 10 Taler. Das nehmen wir doch an. Nee, das war das falsche Zimmer. Das hier war's, ne? So, wir sind wieder voll geheilt und können uns jetzt auf den Weg machen nach Yamei. Aber erst gehen wir noch einmal speichern. So, dann haben wir das geschafft und raus geht's. Schiffchen. Schiffchen, Schiffchen, Schiffchen. Muss ich nur kurz überlegen, wo Yamei war. Das war doch irgendwo eine kleine Insel, oder? Ich meine schon. Es muss ja. Überlegen wir mal logisch. Es muss ja irgendwo Japan oder. Ich weiß gar nicht, ob es Japan oder China ist. In der Nähe von Neo-Tokyo war das. Wenn wir jetzt auf die Karte gucken, wir sind jetzt gerade in Amerika. Südamerika. Dann muss das da auf der anderen Kontinentseite auf jeden Fall sein. Und zwar an der Ostseite, denn da müsste Japan ja ungefähr liegen. Oder China. Na, Japan eher, nicht China. Ach, was weiß ich. Sowas lernt man heutzutage in Erdkunde nicht mehr. Dafür können wir ganz genau sagen, wo Wein angebaut wird. Polynesien, da waren wir schon. So, war das hier? Nee, das war Neo-Tokyo, oder? Ja, das war Neo-Tokyo. Dann fahren wir noch ein Stückchen weiter. War das hier? Ja, Yamei, genau, bei Burg Drachenfels nebenan. Okay, wo war Otaku? War der hier hinten? Ich glaube schon, ne? Hier? Medizin? Es gibt viele Krankheiten, doch ich kann sie alle heilen. Die Seele der Kranken ist der Schlüssel zur Heilung. Nee, du warst nicht Otaku. War das da hinten Otaku? Nee, das war die Inn, genau. Was ist hier mit? Hier ist noch ein Haus. Nee, hier war das aber auch nicht. Das war nur ein Stockwerk mit einem Haus. War das hier? Hier war noch so ein Nebeneingang, ne? Ja, Otaku. Otaku hat einen Zwillingsbruder namens Wong. Sie waren Partner. Seit Wong weg ist, verhält sich Otaku seltsam. Zwillinge, okay. Yo. Du verkaufst Metallteile? Was? Wer bist du? Hier gibt's nichts mehr. Ich hab geschlossen. Okay. Warte mal. Moment, ich habe eine Idee.
Okay. Wollte ich nicht ausrüsten? Drachen Anker wollte ich ausrüsten. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Dann, tja. Nee, nicht kaufen. Wollen wir nochmal bei der Burg Drachenfels schauen, vielleicht? Hat die da nicht eben was gesagt? Wo war das denn nochmal? War doch hier, ne? In dieser Gegend gibt es nicht nur Burg Drachenfels zu sehen. Niemand weiß jedoch, wer der neue Besitzer ist. Doch kürzlich wurden merkwürdige Gestalten nahe der Burg gesehen. Wir wollten Burg Drachenfels sehen, doch man ließ uns nicht herein. Drachenfels war vor langer Zeit ein stolzer Königssitz. Lange Jahre habe ich Burgführungen veranstaltet. Nun bin ich ohne Job. Wir dann einfach nochmal hingehen. Gucken, was da so abgeht. Ob da der Bär steppt. Ich würde sagen, ne? Schauen wir mal. Wer bist du? An diesem Mord hast du nichts verloren. Jetzt geht das wieder los. Uns wurde gesagt, geh dahin. Hat nicht funktioniert. Warum nicht? Warum denn nicht? Und noch getan, was man uns gesagt hat. Und langsam beginnt mich diese Größe von dem Spiel etwas zu nerven, muss ich sagen. Weil ich jetzt echt keinen Plan habe, was ich jetzt machen soll. Es wurde gesagt, geh zu Otaku. Sprich mit dem. Haben wir gemacht. Geht nicht. Oder haben wir jetzt hier wieder irgendwas übersehen, wofür ich jetzt wieder zu blöd bin? Ne, hinten war nur der Kristall. Das waren die, die ihr Kind weggegeben haben, ne? Ja. Ah, Orakel, Moment, stopp, 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 stopp. Vielleicht kann die uns helfen. Hehe, die Sterne kennen deine Zukunft, höre zu! Schnelles Rennen bringt dir Glück. Doch neue Schuhe sind vonnöten. Ja, die haben wir doch. Wir haben die doch schon längst. Die Turbo-Schuhe. Aber was bringt uns das denn? Das überfordert mich jetzt wieder mal. Kein Plan, was wir damit jetzt machen sollen. Und der Orakel hilft uns auch nicht. Wir haben die Turbo-Schuhe doch bekommen. Wir haben die doch. Wir haben die doch. Muss dann vielleicht doch erst Wong Dings Bescheid sagen? Perry? Moment, mir kommt gerade noch eine andere Idee. Es gab irgendwo noch einen Ort, wo wir mit den Turboschuhen, wo Sachen auf dem Schrank lagen, falls ihr euch daran erinnert. Aber wo war das? Ich weiß das gar nicht mehr. War das nicht in Australien? Schau mal nach. Nee, das war's nicht. Ich wollte schon in die Stadt rein, ne? Hier. In welchem Haus war das denn nochmal? War das hier unten direkt? Nee.
Ja, du warst der Einzige, der sich beschwert, dass Touristen kommen. Genau, da war ja was. Nee, das war nicht das Häusle. Was dieses? Eine Goldküste findest du in Odemfels im Westen. Ja, da waren wir ja aber schon, ne? Da war ja, glaube ich, nichts in dem Odemfels. Ja, da, das meinte ich. Wenn wir mit voller Wucht gegen den Schrank rennen. Nee. Gut, dann muss ich mich leider nochmal informieren. Grob zumindest, um zu schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Einfach damit ich weiß, wo wir ansetzen können. Aber davor speichere ich mal und beende den Part. Bis zum nächsten Mal und ciao!